neue Küche kann viel oder wenig kosten, je nachdem, wie groß die Baustelle werden soll. Wir rechnen mal nach. Wärmepumpe, Infrarot, welche Heizung passt zu mir? Wir machen den Check. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Sendung, die euer Leben schöner, einfacher und besser macht und euch inspiriert. Wenn ihr vielleicht gerade eine neue Küche kaufen wollt, dann steht ihr vor der Frage, welche Farbe soll die Küche haben? Natürlich gibt es auch noch 3000 andere Fragen. Ein ganz großer Bestandteil einer Küche ist die Arbeitsplatte. Und hier sollte man auch genau überlegen, welches Material man haben sollte. Was es so alles gibt und was Trend ist, das seht ihr jetzt. Im Trend und was besonders beliebt sind, da müssen wir jetzt erstmal differenzieren, was für Materialien wir überhaupt haben. Und da beginnen wir bei der Arbeitsplatte mit Naturstein. Die hat die Eigenschaft, dass sie oftmals in drei Varianten möglich sind, sei es eine gelederte Oberfläche, satiniert, sei es eine polierte Oberfläche und oder sei es jetzt auch eine geflammt gebürste Oberfläche. Dann gehen wir weiter rüber zu einem Elementstein. Elementstein ist im Grunde genommen ein künstlich hergestellter Naturstein. Der wird mit Sanden und Acrylen zusammen verpresst, gebrannt und so kann man dann auch hingehen und glatte Oberflächen schaffen, als jetzt auch besondere Musterungen und Dekore nochmal mit einarbeiten. Weiter, im nächsten Step sind es dann die Keramikoberflächen. Keramik selbst ist nichts anderes als Ton, bei 1000 Grad gebrannt. Und auch hier entstehen wir dann eine extrem harte Oberfläche und gleichzeitig auch eine porenreine Oberfläche. Und dann gibt es noch eine erweiterte Form von dem Keramik, das ist das Dekton. Das ist jetzt auch ganz frisch da und auch die Nachfrage steigt zunehmend. Dekton hat einfach die Besonderheit, Eigenschaften wie der Keramik selbst, nur mit dem Unterschied, dass es nochmal deutlich robuster ist. Es ist auch die einzige Platte, wo wir zu 100% sagen können, dass sie hitzebeständig ist. Also die besonderen Merkmale bei einem Naturstein, wie wir hier sehen, ist einmal das, wie vorhin angesprochen, die reine Oberfläche selbst. Hier haben wir jetzt in der Ausstellungsküche eine geflammte Oberfläche, das erkennen Sie an der rauen Oberfläche. Entsprechend dessen, je rauer die Oberfläche, desto pflegeintensiver wird sie auch. Pflegeleichter wird die Platte, indem sie dann schmaler bzw. dünner wird, also sei es jetzt dann die satinierte oder die polierte Oberfläche. Auch eine Besonderheit der Oberflächen ist jetzt gerade hier mit der Kantenausführung, denn ein Stein kann ja unterschiedlich dick oder stark sein. Hier haben wir jetzt eine Platte, die 43 mm dick ist und Sie können sich vorstellen, wenn wir jetzt auf eine 8 cm oder 10 cm dicke Platte kommen, dann habe ich auch entsprechendes Gewicht. Hier sind wir bei Keramikarbeitsplatten. Die Eigenschaft einer Keramikplatte zeichnet sich darin aus, wegen der harten Oberfläche einmal und der Pflegeleichtigkeit. Das liegt einfach darin, dass Keramik nichts anderes ist wie Ton, bei 1000 Grad gebacken wird, entsprechend porendicht und entsprechend auch keine Essig, Öle, Würze oder ähnliches dann wirklich einsickern können, das zu Verfärbungen führt. Keramik lässt sich nämlich auch vom Dekor her drucken, sodass es nicht immer Unikate unbedingt sind. Auch hat Keramik die Eigenschaften, dass man gerade Spülbecken oder jetzt auch Kochfelder, wie hier jetzt aufliegend, sowohl auch auf flächenbündig einbauen kann, sodass es alles ebenerdig und plan entlang läuft. Hier haben wir einen Elementstein. Elementstein ganz markant, also auch hier mit extrem unifarben weißen Arbeitsplatte. Besonderheit liegt darin, dass sie hier etwas glatt ist und durch die Glätte schließe ich mir etwas die Poren, wodurch die Pflege wieder deutlich einfacher wird und angenehmer wird. Auch von der Stärke hier sind wir sehr flexibel, ob wir das jetzt in 2, 3 oder 4 cm gestalten, sodass, nehme ich jetzt hier eine Besonderheit, mit einem Becken, das von unten angesetzt wird. Ist es ein Unterbaubecken, bedeutet es, dass die Platte hier plan überläuft und das Becken von unten angesetzt wird. Wirkt wie integriert. Und auch hier wieder das Thema Hitzebeständigkeit, immer nur bedingt hitzebeständig. Gerade Thermoschocken wieder an den Stegen entlang, immer mit einer Gefahr.
Hier haben wir eine Dekton-Platte vor uns. Besonderheit an Dekton liegt in der Robustheit und auch in der Hitzebeständigkeit. Auch eine Besonderheit an Dekton ist, dass auch die Dekore hier ganz individuell aufgedruckt werden, entsprechend dessen sehr viele Muster hier möglich sind und auch die Vielfalt an Varianten, an Möglichkeiten, auch in der Farbgebung sehr flexibel ist. Wir sehen uns gleich wieder. Dann geht es hier unter anderem darum, wie ihr die richtige Heizung für euer Zuhause findet. Ja, gerade ein Riesenthema mit dem neuen GEG. Es geht um Baustopps und eine Hunderampe. Weiter geht es mit einem Thema bei Bauen und Wohnen, vor dem viele Bauherren wirklich Angst haben, und zwar einem Baustopp. Zum Beispiel hängen Kredite dran, Handwerker könnten abspringen. Doch was kann einen Baustopp auslösen? Zum Beispiel, wenn man die Grenzen nicht einhält, den Bebauungsplan missachtet, es seltene Tiere auf dem Grundstück gibt oder auch Ausgrabungen, weil man Dinge findet, die man nie vermutet hat. Und wie das dann abläuft, das seht ihr jetzt. Diese Mauer ist buchstäblich Geschichte. Eine Weile wird sie noch stehen, bevor sie abgetragen wird. Unscheinbar, aber dennoch von großem Wert. Bei archäologischen Grabungen in Ulm sind die Fundamente ans Tageslicht gekommen. Aber auch nur, weil hier ein neues Gebäude entstehen soll. Modern, groß und nach neuen Standards soll es hier einmal stehen. Doch bevor die Bauarbeiten so richtig losgehen können, wird erstmal ein Stück Geschichte aufarbeitet. Es gibt ja die sogenannten Träger öffentlicher Belange. Also wenn irgendwas geplant wird im größeren Rahmen, dann müssen diese Träger öffentlicher Belange werden dazu befragt und geben eine Stellungnahme dazu ab. Und das Landesamt für Denkmalpflege wird in dem Zusammenhang auch durchaus bei Bebauungsplänen immer befragt. Und wir prüfen das dann ab, inwieweit wir damit rechnen, dass hier Archäologie verborgen ist im Boden oder nicht. Und darüber hinaus haben wir auch unsere archäologischen Kulturdenkmale und archäologischen Verdachtsflächen kartiert. Und darauf haben die unteren Denkmalschutzbehörden auch einen Zugriff, sodass sie halt, wenn ein Baugenehmigungsverfahren ist, überprüfen können, ist da was oder ist da nichts. Und in diesem Fall hier war es halt klar, dass wir eine Betroffenheit hatten. In dem Fall sind wir davon ausgegangen, dass sich noch Reste von der Bastion im Stadt, im Boden verbergen könnten. Diese Bastion datiert in das frühe 17. Jahrhundert und diese Fläche liegt mittendrin so, und ist entsprechend kartiert. Und darüber hinaus wussten wir, dass hier irgendwo auch noch mit anderen spätmittelalterlichen Siedlungsstrukturen zu rechnen hatten, aber da konnten wir nichts Konkretes sagen. Weitere Funde haben dann jedoch für eine Überraschung gesorgt. Eine Bastion ist ja im Grunde genommen ein riesiger Erdhügel, der mit Mauern befestigt worden ist. Und der Raum dazwischen wurde halt mit Erde aufgefüllt. Das war hier insofern der Glücksfall, weil man die Bastion zwar im frühen 19. Jahrhundert abgerissen hat und auch das meiste einnivelliert hat, aber darunter hat sie sich doch noch einiges erhalten. Und wir wissen, dass hier im späten 19., frühen 20. Jahrhundert Gebäude bestanden haben, die auch Keller hatten. Insofern waren Störungen zu erwarten. Aber darunter hatten sich plötzlich spätmittelalterliche Siedlungsstrukturen erhalten, mit denen wir in der Form nicht gerechnet haben. Fundamente von etwa 1000 Jahre alten Grubenhäusern sind hier zum Vorschein gekommen. Ja, wir stehen mitten in dem Siedlungsbereich dieser Siedlung des 10. bis 12. Jahrhunderts. Und was wir hier haben, ist ein eingetiefter Befund, der in den anstehenden Tuffsand, der sich so hell hier abzeichnet, das ist der anstehende Boden. Und dann haben wir so eine dunkle Verfärbung, die hier mit einem flachen Untergrund, also flachen Sohle, verläuft. Und das sind die Reste eines verfüllten Grubenhauses, eines Gebäudes, was in dieser Zeit ganz üblich war. Da wurden noch keine Keller angelegt unter den Gebäuden, sondern es wurden meistens eigenständige Gebäude errichtet, die ein bisschen außerhalb des Wohngebäudes gewesen sind, in denen dann handwerkliche Tätigkeiten stattgefunden haben, für die einfach ein gleichmäßiges, etwas feuchtes Klima günstig waren. Oder eben auch, um Lebensmittel da einzulagern. Keine Frage, die geschichtliche Aufarbeitung ist für Historiker unfassbar interessant. Dennoch, innerstädtische Bauflächen sind knapp. Die historischen Funde müssen weichen.
Eine Ausgrabung ist auch immer eine Zerstörung. Das bedeutet, nach der Ausgrabung ist die Archäologie in allermeisten Fällen auch beseitigt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass alles ganz genau dokumentiert wird, weil eine Ausgrabung ist eine gezielte, dokumentierte Zerstörung des archäologischen Kulturdenkmals. In diesem Fall ist der Abbau vertretbar. In anderen Fällen tut man sich da schon etwas schwerer. In seltenen Fällen überdenkt man nochmal das ganze Vorhaben. Das sind Erdbefunde. Wenn die ausgegraben sind, ist ja nichts mehr da. Ja, da sieht man hier nur noch eine Spur, irgendwo ein Loch. Und das fällt uns dann auch nicht schwer zu gehen. Wenn wir aber in der Stadt irgendwelche hochmittelalterlichen Keller haben, von einer hohen Qualität, die eben noch im Boden plötzlich zutage kommen, dann fällt es mitunter doch schon schwer zu sagen, okay, das kommt jetzt alles raus, weil hier ein Neubau hinkommt. Aber das ist der Deal. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wenn dann die Qualität so herausragend ist, dass man in das Gespräch kommt, dass etwas erhalten werden muss. Das ist aber meistens schon vorher klar, weil wir dann die Strukturen so gut kennen von Städten, dass wir eigentlich damit rechnen, wo wirklich was Entsprechendes kommt, sodass wir schon frühzeitig in die Planung reingehen können und sagen können, hier haben wir einen Konflikt, ihr müsst das erhalten. Baut das bitte in das Gebäude in irgendeiner Form ein oder lasst es außen vor. Wer gerade baut und Sorge hat, Kulturgut zu zerstören, der kann beruhigt sein. Im Regelfall klärt sich der Verdacht schon vor Baubeginn. Sie brauchen ja eine Baugenehmigung, um überhaupt bauen zu können. Und im Rahmen dieser Baugenehmigung wird abgeprüft, ist hier mit Archäologie zu rechnen oder nicht. Und wenn damit zu rechnen ist, kommt man frühzeitig ins Gespräch, um genau diese Dinge zu klären, damit kein Konflikt mit dem eigentlichen Bauvorhaben entsteht. Das will man immer verhindern. Man möchte immer das Bauvorgreifen machen. Wir haben keine Lust, hinterm Bagger zu arbeiten. Das ist unbefriedigend und gibt schlechte Ergebnisse. Und für den Bauherr wird es teuer. Das heißt, man macht das vorher. Dennoch ist Vorsicht geboten. Trotz Kartierung kann es zu Zufallsfunden kommen. Dann heißt es handeln. Es besteht eine Pflicht. Es gibt das Denkmalschutzgesetz. Das ist der sogenannte § 20 Zufallsfunde. Dass man verpflichtet ist, das so zu belassen, wie es ist. Und der entsprechenden Behörde mitzuteilen. Das ist aber jetzt nicht so ein Drama in den allermeisten Fällen, wie man denken mag, sondern wir geben uns dann schon Mühe, weil das uns klar ist, wenn es beispielsweise ein Einfamilienhaus ist, dass das natürlich eine enorme Belastung für den Bauherrn ist. Also insofern würde man dann immer versuchen, da möglichst zügig durchzukommen und da redet man dann von Unterbrechungen, die wenige Tage eigentlich beinhalten, damit dann der Bau ohne Probleme weitergeführt werden kann. Bei Großprojekten wie diesem trägt übrigens der Bauherr die Kosten. Weil er aktiv das Kulturdenkmal zerstört, muss er auch dessen Dokumentation bezahlen. Anders bei Einfamilienhäusern. Hier fallen in der Regel nur Kleinstbeträge an. Jetzt wird bei Bauen und Wohnen gebastelt. Nicht nur wir Menschen können Bandscheibenprobleme haben, sondern auch Hunde, so wie Manfred. Und damit er es zu Hause einfacher hat, wird jetzt eine Hunderampe gebaut. Ich bin Annika und das ist Manfred, meine 7-jährige französische Bulldogge. Der Manfred hatte vor 2 Wochen seinen 3. Bandscheibenvorfall. Wir sind vor ein paar Jahren schon auf kleine Treppen zum Bett umgestiegen und haben jetzt aber noch mal Rücksprache mit der Tierärztin gehalten. Und die war der Meinung, dass eine Rampe schon noch mal besser wäre wie eine Treppe. Und deswegen bauen wir heute eine Rampe für Manfred. Und dafür brauchen die beiden eine Kommode, eine Schranktür und Schubladenfronten, gekauft bei IKEA, 3 Scharniere, viele Schrauben und viele Nägel, Winkel, ein guter Kleber, einige Holzlatten, etwas Sandpapier und 4 Fußmatten. Annika fängt mit der Kommode an. Um Zeit zu sparen, beschleunigen wir das mal. Und schon steht die Kommode. Manfred ist bisher weniger beeindruckt. Aber gut, weiter geht's mit der eigentlichen Rampe. Dafür hat Annika die Scharniere an der Schranktür befestigt und diese dann anschließend an der Kommode. Und so sieht das vorläufige Ergebnis aus. Annika ist aber noch lange nicht fertig. Es geht weiter mit dem Geländer. Die passen jetzt nicht perfekt, dass es abschließt, sondern es wird so ein bisschen überlappen. Das ist aber nicht schlimm. Dazu nehmen wir diese Winkel. Hoppala. Und auch wieder die Schrauben von eben und verfahren eigentlich ähnlich wie mit den Scharnieren. Zumindest habe ich mir das so gedacht. Jetzt stelle ich es mir erstmal so hin, wie ich denke, dass ich das
machen werde. So. Das andere würde ich mir so hinstellen. So. Die Schubladenfronten verschraubt Annika anschließend mit der Kommode. Manfred sieht immer noch wenig begeistert aus. Vielleicht hilft ein weiteres Geländer an der Rampe? Für das hat Annika eine weitere, etwas längere Schubladenfront. Auch die macht Annika mit Winkeln und Schrauben fest. Das sieht am Ende dann so aus und jetzt kommen auch die Fußmatten ins Spiel. Fast geschafft. Ich habe mir hier so Kleben statt Bohren geholt, weil wir lieber kleben statt bohren. Wir haben schon so viel gebohrt. Das schmotze ich jetzt hier einfach mal einigermaßen großzügig auf diese Matte. So. Und dann werden sie alle festgeklebt. Und sicherheitshalber zusätzlich noch festgenagelt. Mit den Holzschnitten aus dem Baumarkt hat Annika noch Sprossen verschraubt, damit Manfred beim Hochgehen der Rampe nicht abrutschen kann. Und nach circa 3 Stunden Schrauben, Nageln und Kleben steht die Rampe fertig da. Ich bin froh, dass es so, wie ich es mir gedacht hatte, auch funktioniert hat, dass die Rampe mit den Scharnieren gut funktioniert und auch mit diesen Teppichen und den Zwischenstreben. Also es sieht eigentlich alles genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Kostenmäßig liegen wir jetzt so bei 190 Euro ungefähr. Und diese setzen sich wie folgt zusammen. Die Kommode, die eigentlich ein Wandschrank ist, hat 60 Euro gekostet. Die Rampe, die eigentlich eine Schranktür ist, 26 Euro. Und die Schubladenfronten insgesamt 32 Euro. Die Fußmatten waren sehr günstig mit nur jeweils 1 Euro das Stück. Das Zubehör wie Schrauben, Winkel, Kleber und die Holzschnitte vom Baumarkt haben insgesamt knapp 60 Euro gekostet. Das ist, denke ich, teurer, wie wenn man das im Internet bestellen würde. Nur, dass es im Internet einfach nicht die Maße gab, die ich jetzt für das Bett, was ich habe, gebraucht hätte. Das heißt, ich war gezwungen, das selber zu bauen. Und was ich jetzt halt noch habe als Vorteil, was die anderen Rampen, die es im Internet gibt, nicht haben, ist ein Schrank drunter. Das heißt, alles, was ich jetzt an Platz verschwende sozusagen durch die Rampe, kriege ich wieder rein durch den Schrank als Unterbau. Zeit, die Rampe zu testen. Und der Test ist bestanden. Ich bin zufrieden. Finde, es sieht dafür, dass man es selber gemacht hat, echt gut aus. Manfred sieht auch zufrieden aus und kann jetzt hoffentlich ohne Bandscheibenprobleme wieder ins Bett. Dann auf ein entspanntes Hundeleben für Manfred und weniger Probleme zu Hause. Wir sehen uns gleich wieder, dann treffen wir einen Experten und sprechen darüber, wie wir die richtige Heizung für unser Zuhause finden. Bis gleich. Das Thema Heizung ist seit ganz vielen Monaten ein ganz großes Gesprächsthema. Das neue Gesetz ist immer noch nicht auf dem Weg. Wir warten ab, wie es nach der Sommerpause weitergeht. Trotzdem wollen wir mal nachfragen, wie finde ich überhaupt die richtige Heizung? Im Studio begrüße ich ganz herzlich Tino Göppel. Herzlich willkommen. Hallo, Wohner. Wie gehe ich das ganze Thema neue Heizung überhaupt an? Also wichtig ist mal, lass Sie wissen, wo es hingehen soll. Ja. Ja. Und was auch immer ein ganz wichtiger Punkt ist, lasst mir vor Ort kommen, schaut uns das an. Mhm. Was haben Sie für Gebäude? Was ist das für ein Standard? Und was ist überhaupt möglich? Mhm. Ist Ihr Ziel überhaupt möglich? Ja. Ist das oft auch ein großer Unterschied, was die Leute vielleicht wollen und was möglich ist? Ja, zum einen ist es natürlich so, wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt eine Wärmepumpe. Ja. Ja. Mein Gebäude ist aber auf einem Standard von 1950. Ja. Müssen wir halt schauen, wo ist der Sanierungsstand? Ist eine Dämmung da? Sind neue Fenster da? Ja. Oder muss ich vielleicht erst das angehen? Wie grenzt man jetzt überhaupt die Möglichkeiten ab? Zu sagen, das soll doch vielleicht Pellet oder ist es doch eine Wärmepumpe oder ist es doch eine Gastherme mit Unterstützung? Ja, da ist zum einen wieder das Ziel, wo Sie hin möchten. Ja. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie möchten eine Pelletheizung, ja, ist es relativ unkompliziert, weil durch die Leistung kann ich das an sehr viele Gebäude anpassen. Ja. Wobei ich wieder bei der Wärmepumpe ein bisschen aufpassen muss, was habe ich für Gebäude dahinter? Und natürlich, was ist Ihr persönliches Ziel? Wo möchten Sie hin? Möchten Sie nur ein bestimmtes Budget ausgeben? Oder sagen Sie, ich möchte so weit wie möglich, in Anführungszeichen, unabhängig werden? Autark. Ja. Wie ist das, sind die Leute überhaupt bereit, jetzt große Budgets für die Heizung auszugeben? Ist das Thema schon so präsent?
ist sehr präsent, klar. Ja. Aber wie gesagt, oft ist es halt nicht ganz möglich und vielleicht setze ich dann auch am falschen Punkt an und muss mir dann überlegen, ob ich die Gebäudehülle erst in Angriff nehme. Was ist jetzt überhaupt die Basis für ein gutes Angebot für eine Heizung? Ja, es muss halt alles berücksichtigt sein. Das Thema Forderung ist ja auch immer wieder ganz im Vordergrund. Ja. Da gibt es Forderbedingungen. Ja. Das heißt, wenn Sie dann ein Angebot auf dem Tisch haben, wo kein hydraulischer Abgleich drin ist, wo zum Beispiel keine Heizlastberechnung drin ist, da kommen nachher natürlich am Schluss verdeckte Kosten, die so nicht kalkuliert wurden. Ja. Ja. Auf solche Sachen muss ich dann halt aufpassen. Gibt es dann noch weitere Sachen, weil beim Fertighaus oder wenn man ein Haus baut, sagt man auch, der Aushub war gar nicht dabei, die Bodenplatte habe ich auch nicht dran gedacht. Klar, ist auch wieder ein Thema. Entweder muss es dann so sein, gerade beim Fertighaus, lass es irgendwo in der Ausschreibung beim Gartner Landschaftsbauer schon mit drin ist. Ja, aber solche Punkte muss ich aber im Vorfeld klären. Wenn nicht, dann muss das natürlich auch in das Angebot rein. Und gerade zum Beispiel in der Sanierung muss es halt auch organisiert sein. Mhm. Dann ist auch das Thema Inbetriebnahme immer. Warum ist eine Inbetriebnahme eigentlich so wichtig? Weil eine Heizung ist ja, glaube ich, erstmal ein universelles Gerät, wo alles machen kann, oder? Ja, also es ist nicht ganz so wie bei der Waschmaschine, sondern Ihre Anlage muss einfach auf Ihr Gebäude angepasst werden und zum anderen auch auf Sie angepasst werden. Mhm. Ja, das sehen wir relativ viel im Service auch, dass die Anlage halt nicht angepasst sind. Ich kann zum Beispiel Gasbrennwerttechnik, können Sie mit einem Gasbrennwertgerät sowohl 80 Quadratmeter Wohnfläche beheizen als auch 250. Mhm. Ja. Aber dann muss halt das Gerät dementsprechend begrenzt werden, wenn es weniger ist, wenn es weniger Bedarf hat. Ja. Die Temperaturen müssen angepasst werden. Mhm. Und auch das Nutzerverhalten. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchte 20 Grad im Raum, ist das okay. Ja. Aber es gibt natürlich auch noch die Oma Meier, die irgendwo 27 Grad im Wohnzimmer möchte. Und dann muss man das halt berücksichtigen. Abschließende Frage. Ich habe so gestern gelesen, die Preise für Heizungen sind teilweise 30% hoch und die Lieferzeiten sind auch ganz schön lang. Ist das so? Ja, es ist so. Man muss natürlich immer im Einzelfall schauen, was verfügbar ist. Ja. Wichtig ist immer, dass die Bestellung raus ist, weil ab diesem Zeitpunkt kriege ich dann ein Lieferdatum mitgeteilt. Und dann ist es einfach, müssen wir schauen, wie man es unterkriegt. Ja. Aber es ist natürlich schon so, dass zum einen auf der anderen Seite der Preis steigt und auf der anderen Seite ist die Lieferung sehr begrenzt. Mhm. Ja. Herr Köppel, vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Gerne. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Mehr Informationen zum Thema Heizung findet ihr unter bauenundwohnen.net. Dort gibt es dann auch eine Checkliste. Also bleibt gesund und bis kommende Woche. Tschüss. Wir machen eine Sommerpause. Dann zeigen wir euch die besten Beiträge des Jahres. Wir blicken hinter die Kulissen von innovativen Unternehmen, zeigen euch Trends rund ums Haus und den Garten und haben zahlreiche Handwerker und Do-it-yourself-Tipps für euch.